Bruder, ich schwöre bei Allah, meine Frau weiß das. Ich habe gearbeitet wie ein Esel. Wie oft fragen mich, Bruder, wie arbeitest du? Woher kannst du dir das leisten? Ich habe gearbeitet wie ein Esel. Ich habe Toiletten geputzt, Bruder. Meine Hand war in Toiletten drin. Mir war das nicht so schade, warum? Ich konnte beten. Hauptsache, ich kann beten. Ich habe an Häfen gearbeitet, wo ich 600, 700 Kilo Paletten mit meinen 60 Kilo links und rechts geschoben habe. Ich bin nach Hause gegangen, ich konnte meinen Rücken nicht mehr bewegen. Hauptsache, ich konnte beten und Jumu'ah gehen. Ich wurde von Chefs belogen, betrogen. Die haben sagen, ich gebe dir das Geld, die haben das Geld nie gegeben. Als meine Frau schwanger war mit dem ersten Baby, ich war jung, Bruder. Ich musste meine Arbeit kündigen, weil die mich nicht gebeten lassen. Die wollten nicht, dass ich in der Firma bete. Und ich sagte mir, okay, ohne mein Gebet kann ich nicht. Und dann hatte ich kein Geld. Ich war mir zu schade für Jobcenter, Hartz IV. Ich war mir zu schade, ich wollte das nicht. Meine Frau war so eine, die trinkt kein Wasser. Die hat nie Wasser getrunken. Die musste immer so Saft trinken und so. Und dann war sie schwanger und dann meinte die, ey, ich habe voll Durst. Ich schwöre euch bei Allah subhanahu wa ta'ala, ich hatte noch nicht mal 1 Euro in der Tasche, um mir eine Apfelschorle zu kaufen. Wallahi, nicht mal 1 Euro hatte ich in der Tasche. Wisst ihr, was ich gemacht habe? In der ganzen Wohnung 5 Cent hier, 20 Cent da, 10 Cent hier, eine Pfandflasche hier. Ich hatte 90 Cent. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Zu Pennymarkt, diese Eistee. Kennst du die? Wo diese Pulver, was man so im Wasser mischt und dann hast du Eistee. Das gekauft und dann mit Kranwasser so gemischt, damit meine Frau dann Saft hat. Für wen habe ich das gemacht? Für meine Religion, nur für Allah. Dann lebe ich halt bescheiden und arm, juckt mich nicht. Iftar habe ich noch, Brot und Wasser, mir geht's gut. Ob ich jetzt das habe, juckt mich nicht. Brauche ich nicht, Auto brauche ich nicht. Handa, mir geht's gut. Dann hat Allah Reichtum herabgesandt. Jetzt lebe ich gut, Bruder. Mit was lenkt ihr euch denn ab? Ich schwöre bei Allah, Jungs, ihr müsst eine Sache verstehen. Ich will meine Sünden nicht aufdecken, Wallah. Aber ich werde jetzt was sagen, damit ihr das mal versteht, damit ihr wisst, ich bin doch mit euch. Ich chille auch im Café mit meinen Jungs. Ich muss mich manchmal sogar verstecken, weil die kennen Abdelhamid. Der kann ihn an dem Café nicht chillen. Ich bin doch wie ihr, Bruder. Ich habe doch auch Gelüste, ich habe doch auch Sünden. Ich will auch gewisse Sachen. Aber ich werde niemals mein Leben verschwenden. Niemals. Ich glaube an Allah und sein Gesandten. Ich glaube, dass ein Paradies kommt. Ich glaube, dass eine Befragung im Grab kommt. Ich weiß, es wird eine Befragung im Grab kommen. Ich weiß das. Und ich weiß, ich werde entweder belohnt oder bestraft. Also suche ich mir mein Leben aus, so wie ich es machen will. Nutzt euer Leben aus. Verschwendet es nicht für Schwachsinn. Wallah, wenn ich manchmal Geschwister sehe für TikToks und Likes, da am Tanzen, am Machen, oh, 60, was hast du denn davon, Bruder? Hab deine Izzah, deine Ihtiram in deiner Brust, Bruder. Allah hat dir doch was gegeben, auf dich herabgesandt. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft von den Menschen. Für was verkaufst du dich denn, Bruder? Für Klicks? Für Geld? La ilaha illallah. Wie viel Geld brauchst du denn, damit du Allah verkaufst? Ist Geld wichtiger als Allah? Ist Geld wichtiger als deine Mutter? Du willst doch deine Mutter nicht verkaufen für Geld. Was machst du dann mit Allah und seinem Dien? Wenn deine Mutter dich mitten in der Arbeit anruft und sagt, mein Chef, du musst mich abholen, ich weiß nicht, wo ich bin, bitte, bitte. Du willst Arbeit, alles lassen, du willst deine Mutter abholen gehen. Allah ruft dich 5 Mal am Tag an, hey, hayya ala salah, komm zum Gebet. Ich kann nicht. Amen. Bruder, ich kann aber auf meine Arbeit nicht beten. Taban, du kannst deine Arbeit nicht beten. Such dir schon mal eine andere Arbeit. Keiner hat dir gesagt, kündige. Behalt sie, arbeite, du musst essen und trinken. Such dir eine andere Arbeit. Such dir eine andere Arbeit. Allah ist der Versorger.